Hallo? Wie sieht's aus? Wer soll denn sagen, dass ich komme? Der sitzt auf dem Fahrrad. Wir fangen mit dem Wiegen an. Er kommt. Everybody! Hat eine kleine Überraschung für dich. Genau, 63,5 Kilo. Yeah! Der Film auf wahren Tatsachen basiert, nennt sich Bleed for This und stammt von Couchgeflüster Regisseur Ben Younger. Der schrieb, inszenierte und produzierte damit wirklich eine der beeindruckendsten und wirklich unfassbarsten Geschichten im Boxsport. Sie handelt von Vinny Pazienza alias The Tasmanian Devil, einem aus dem US-Bundesstaat Rhode Island stammenden Boxer bzw. Champion. Vinny kommt bei einem Autounfall zwar knapp mit dem Leben davon, bricht sich dabei aber das Genick. Die niederschmetternde Prognose des Arztes, er wird vielleicht nie wieder laufen können, geschweige denn jemals wieder in den Ring steigen können. Eine Operation könnte helfen, sie könnte aber auch seine Halswirbelsäule versteifen. Also entscheidet sich Vinny dagegen, gegen die Operation, und geht mit seinem Trainer Kevin volles Risiko. Nein, nein, du kannst es nicht, was? Aufgeben. Ich weiß genau, was ich tun muss, um aufzugeben. Und weißt du, was mir Angst macht, Kev? Dass es so einfach ist. Das ist Wahnsinn. Ich kann mich nicht mehr daran beteiligen, dass du verletzt wirst. Ich bin noch nicht fertig. Es steckt mehr in mir. Eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verkehrt, aber macht auch nicht so wahnsinnig viel besonders. Gerade was die Kämpfe angeht. Ich erwarte da jetzt nicht das Gehaue wie zum Beispiel von Rocky 4, aber gerade Creed oder auch Southpaw haben ja gezeigt, wie dynamisch und wie großartig man Kämpfe heutzutage auch inszenieren kann. Die Fights in Bleed for This sind da so ein bisschen geerdeter und setzen im Bereich Kamera und Schnitt vor allen Dingen auf Hektik, was ich nicht so großartig finde. Das ist nicht wirklich schlimm, aber es ist auf der anderen Seite eben auch nicht wirklich spektakulär. Genau wie der Rest der Story, der eher traditionell als dann auch überraschend abgespult wird. Dass man sich trotzdem dafür interessiert, liegt zum einen an der Geschichte selbst. Sie ist einfach wirklich, finde ich, zu irre, um nicht erzählt zu werden. Und das liegt zum anderen dann auch wiederum an den großartigen Darstellern. Zeig mir, wie du lebst. Zeig mir, wie du kämpfst. Zeig mir, wer du bist. Miles Teller hat sich für den Paradiesvogel Vinny mächtig ins Zeug, ist aber nicht immer ganz nachvollziehbar. Und Aaron Eckhart macht als Trainer eine überzeugend traurige Figur, wird aber nicht immer so eingesetzt, wie das auch gerne sein könnte. Aber ihre jeweilige Hingabe für die Charaktere und für die Rolle verdient auf jeden Fall Respekt. Und wo Teller sich auf der einen Seite bis zum Anschlag aufgepumpt hat, hat auf der anderen Seite Aaron Eckhart ein paar Pfunde zu viel draufgelegt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als hätte sich Robert De Niro aus Wie ein wilder Stier zweigeteilt. Aber am besten haben mir allerdings Vinnys Eltern gefallen. Erstere, also Katie Seagal, habe ich am Anfang überhaupt gar nicht erkannt. Und letzterer, Syria Hinz, überzeugt einfach als fesselnder Mix aus Italo-Macho-Antreiber und besorgtem Vater. Sie alle, die Musik, die 80er-Jahre-Ausstattung, etwas Humor und Youngers Auge für die kleinen Details machen aus Bleed for This für mich wirklich ein kräftiges Mittelgewicht im Boxfilmbereich. Filme wie jetzt zum Beispiel The Fighter oder Creed oder Million Dollar Baby kämpfen da eben eine Klasse höher. Meine Rankstags sind Miles Teller, Syrian Hinz, Boxerdrama, Comeback Story und Genickbruchgenesung. Ich war auf dem Begräbnis des verstorbenen Mr. Delaney zugegen. Und dort erschien ein Geist. Ein Sohn, von dem wir dachten, er sei in Afrika gestorben. James Keziah Delaney. Seid versichert, Delaney! Dieses Erbe ist euer Todesurteil! Mein erster Tipp heute geht an alle Serienfreunde und ist auch mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für meinen Vater gewesen. Eine großartige Serie und zwar mit Namen Tabu.